Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Orb. Orb 3D am NES, extra für euch. Und ich habe heute so überhaupt keinen Bock, um Likes zu betteln, um Daumen hoch zu betteln und um Abonnenten zu betteln, deswegen lassen wir das heute. ihr merkt die Ironie. Und wir schauen uns gleich mal das Cover an, das Cover von Orb 3D. Hier gibt's was Spezielles, denn zu Orb 3D hat es eine 3D-Brille dazu bekommen. Ihr versteht schon, Orb 3D und 3D-Brille. Und ich werde das Ganze allerdings spielen ohne 3D-Brille, weil es furchtbar bescheuert aussieht und ich mich nicht so zeigen möchte. Ganz davon abgesehen habe ich keine, aber das Spiel sieht auch gut aus ohne 3D-Brille. Also, gib das Cover weg, lasst uns das Spiel spielen. Gut, Szenenwechsel, Orb 3D, wo bist du? Da bist du. Gut, schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt, genauso wie ihr hoffentlich auch. Copyright 1989. Bevor wir hier gleich reinhüpfen, möchte ich euch eine Frage stellen. Meine Frage lautet: Welches 3D-Game findet ihr am NES am besten? Haut es mir unten in die Kommentare. Ich beantworte es euch gleich. Ich möchte euch da nicht so sehr beeinflussen. Also, welches 3D-Game am NES findet ihr so richtig nice? Da gab es einige. Viele werden jetzt sagen, was? 3D am NES ist doch alles Schwachsinn. Stimmt nicht. Da gab es einiges. Okay, einiges ist vielleicht auch übertrieben, aber es gab da was. Es gab da was. So, das Spiel braucht erstaunlich viel Konzentration. Ihr seht schon, man hat diesen komischen Ball, Klammer Raumschiff, und muss ja diese Orbs zerstören. Die Orbs zerstöre ich, indem ich rechtzeitig auf die A-Taste drücke. Also rechtzeitig. So, jetzt! Eieiei! Jetzt wäre ich fast abgestürzt. Und das Spiel ist gar nicht so leicht. Ah. Was ist da? Warum sind jetzt zwei? Ich kenne mich nicht aus. Warum waren jetzt zwei? Ich habe das Spiel schon vorher ein bisschen angezockt, um zumindest zu wissen, worum es geht. Weil ich glaube, es nervt einfach, wenn ich das jetzt spiele, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Ich mache das zwar manchmal, dass ich einfach so reinschaue, aber ich habe bemerkt, die Let's Plays wären, glaube ich, besser, wenn ich zumindest ein bisschen eine Ahnung habe, was ich hier machen muss. Ihr könnt mir ja was in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid. Wenn ihr mir lieber beim Stolpern, Rumstolpern zuschaut, dann ist das auch okay. Müsst ihr euch die älteren Let's Plays anschauen. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, Rob, wir wollen dich stolpern sehen. Und das lässt sich machen. Stolpern ist kein Problem. So, da, wir müssen da mal rauf. Mir geht schon langsam der Sprit hier aus. Habe ich so das Gefühl. Ah. Sprit ist aus. Heißt das, ich habe es nicht geschafft? Oder habe ich den Continue oder so? Ich habe einen Continue. Aber ich fange von vorne an, oder was? Ist ja zach. Okay. Super zach. Richtig zach. Ah. Man kann hier auch durchfliegen und darüber fliegen. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich kann mir hier Money holen. Ja, wir wissen, Geld ist gut, aber was bringt's? Dann öffnen sich solche Löcher hier. Und ich versuche mal in so ein Loch reinzukommen. Ist nicht so einfach. Und ich bin ziemlich unfähig. Dreck. Okay, jetzt geht's aber. Jetzt schaffe ich's. Nein! Warum ist das so schwierig? Ich verstehe es nicht. Ja! Okay, ich habe zwar nicht so den blassen Schimmer, was das bringt.
Bringt das Geld, bringt das Punkte, bringt das den richtig coolen Film, bringt das vielleicht sogar Abonnenten? ja, dann will ich das natürlich öfters machen. So. Apropos Abonnenten, ich freue mich riesig, dass da in letzter Zeit so viel weitergeht, seit ich da die Schallwelle von heißen 50 Abos geknackt habe. Kommen immer mehr dazu. Ich bin jetzt, glaube ich, schon auf 56. Innerhalb von einer Woche. 6 Abos dazu. Das mache ich sonst nicht in 2 Monaten. Richtig fein. Keine Ahnung. Warum? So, da den Grünen. Come on. Grünen will sich killen. Also, Sprit geht aus und ach, es ist echt so schwer. So. Ein bisschen da. Ja, nein. Weg. Ja. Yeah. Na. Ich muss den auf der Seite erwischen, um hier runterzukommen. Und das Blaue. Come on. Come on, es geht. Es geht. Immer noch nicht. Später noch. Ja. Den Grünen auch noch. Wunderbar. Den auch noch. Ja, einen noch. Come on, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das muss ich schaffen. Ich will wissen, was als nächstes kommt. Ich will es wissen. Ich will es wirklich wissen. Okay, come on. Ah, Dreck. Da runter mit dir. Nein. Immer noch nicht. Noch eins weiter. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Das ist doch bescheuert. So ein Mist. Ja. Nein. Ja, nein. Wieso? Verdammt. Urspannend. Wahnsinn. Für mich ist es spannend. Ich weiß nicht, ob es spannend zum Zuschauen ist. Ich finde es erstaunlich spannend. Ich schaff's nicht mehr. Ich sehe schon. Ich scheitere an den einen blöden Mist. Ich sehe schon, ich scheitere. Ich scheitere. Wieso? Geh doch in den blöden Orb rein da. Mach was. Nee. Ah, verdammt. Ah, so ein blöder Mist aber auch. Ich spiele noch eine Runde. Ich spiele noch eine Runde. Heute pfeife ich auf die Länge. Normalerweise sagt man ja immer, nicht so lange Videos machen, weil es ist schlecht für die Viewtime und das wird dann weniger oft ausgespült, das Video. Dann sehen es weniger Leute. Bla, 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 Mist. Nein, heute möchte ich einfach mal Orb 3D spielen. Mit euch. Ihr könnt mir sagen, wie weit ihr bei Orb 3D kommt. Ob ihr da ein bisschen geschickter seid als ich. Ist wahrscheinlich nicht schwer, hier viel geschickter zu sein. Aber man kann auch von hinten. Okay, man kann auch von hinten her angreifen. Das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Okay. Das hätten wir mal früher sagen können. Ja, ich habe die Anleitung nicht gelesen. Ich gebe es zu, ich habe die Anleitung nicht gelesen. Ah, was ist hier los? Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Nein. Come on. Ah, na, das ist echt. Nein. Ja. Come on. Ah. Ja! Jawohl! Geschafft! Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich bin so aufgeregt. Hä? Jetzt muss ich Pins umhauen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Was ist das für ein Drogenspiel? Ja, was? Wie weit macht das Sinn? Okay. Es ist einfach irgendwas. Okay, ich dachte, es macht irgendwie mehr Sinn. Gut. Wo wir schon sind, also ich habe gefragt nach dem besten 3D-Spiel am NES, was eure Meinung ist. Falls ihr es noch nicht in die Kommentare geschworfen habt, könnt ihr das jetzt machen. Aha,
Nochmal ein neues Level. Okay. Mein Favorit bei den besten 3D NES Game ist eindeutig der 3D Battle of World Runner. Falls ihr das noch nicht gespielt habt, zockt es unbedingt. Und wenn ihr es noch gar nicht kennt, ihr könnt euch auch mein Let's Play anschauen. Ich werde euch das dann hier am Schluss verlinken. Richtig, richtig gutes 3D Game am NES. Richtig, richtig fein. Sollte man nicht verpassen. Auf gar keinen Fall. Also das ist ein Game, wie ich mir gedacht habe, das läuft auf dem NES, das ist doch unmöglich. Wirklich, also schwer beeindruckt. Gut, ich werde mal schauen, ob das in der Mitte. Ich hole mir da noch das in der Mitte und dann lasse ich's. Was ist, wenn ich da jetzt rausfliege? Ich fliege noch mal raus, passiert dann irgendwas. Hol mir jetzt noch mal Geld. Bringt nichts. Gehen wir da ins Loch rein. Bringt nichts. Boah, ich bin richtig unfähig, was das betrifft. Nix. Nein, es ist aussichtslos. Was soll ich euch sagen? Es ist aussichtslos. Gut, lassen wir das mal. Lassen wir das. Das war Orb 3D am NES. Wer Bock drauf hat, kann mir einen Daumen hoch lassen. Dann freue ich mich. Abonnieren ist auch nicht so verkehrt. Und für euch geht es jetzt gleich weiter mit der 3D Battle of World Runner. Vielleicht das beste 3D NES Game der Welt. Gleich da drüben, extra für euch. Draufklicken, weiterschauen. Bis gleich.